Der nächste Redner, der Kaiser. Meine Damen und Herren, ich möchte mich entschuldigen für das vorletzte Mal, wo ich meine Rede abgebrochen habe, aber ich bin dann von den Kameraden aufgemuntert worden, dass ich das alles nicht so ernst nehmen soll und ruhig auch weiterreden kann, wenn ich den Faden verliere. Warum ein Kaiser? Ich möchte jetzt noch einmal die Geschichte erzählen, nicht nur für die, die zum ersten Mal da sind, sondern auch für mich selber, dass ein bisschen in Schwung kommt. Es war einmal im Jahr 1912, da war der Roosevelt, der amerikanische Präsident Roosevelt in Österreich bei unserem Kaiser Franz Josef. Und die beiden haben miteinander diskutiert, was ist jetzt eigentlich die Aufgabe eines Kaisers und was ist die Aufgabe eines Präsidenten. Und der Kaiser hat dann gesagt, ja wissen Sie, Herr Präsident, die Aufgabe eines Kaisers ist es, die Völker vor den Politikern zu schützen. Und meine Aufgabe ist jetzt, dass ich jeden Montag einen Stegreifrede halte über das, was eigentlich die Politiker sagen sollten, beziehungsweise der Kaiser sagen muss, weil es die Politiker nicht sagen. Und heute habe ich mir zwei Themen gesetzt. Das eine ist die Fußballweltmeisterschaft und das andere die Ukraine-Krise. Fußballweltmeisterschaft deswegen, weil, wie wahrscheinlich viele bemerkt haben, ist da ziemlich viel geschoben worden. Also was zum Beispiel mein Vorredner gesagt hat, dass Deutschland Weltmeister ist, wenn man sich da jetzt die ganzen Zusammenhänge anschaut, dass das Finale am 13.07. war und dass das Jahr 2014, 100 Jahre nach den Schüssen von Sarajevo ist, also wenn ich jetzt einmal behaupte, dass am 13.07. Deutschland deswegen Weltmeister geworden ist, weil das genau 100 Jahre nach den Schüssen von Sarajevo ist, dann ist das einmal eine Behauptung, die so im Raum dasteht. Aber wenn ich mir jetzt das Match genau anschaue, dass zum Beispiel der Tormann ein Foul gemacht hat, wo man normalerweise ausgeschlossen wird und dieses Foul nur deswegen hat machen können, weil er genau gewusst hat, dass er nicht ausgeschlossen wird und dann praktisch zur Verhöhnung des kompletten Fußballpublikums er noch den Preis für den besten Tormann bekommen hat, dann glaube ich, dass meine Theorie stimmt. Und die zweite Sache, die noch ganz extrem war, weiß nicht, ob euch das ausgefallen ist, dass Spanien gerade an dem Tag ausgeschieden ist, wo der spanische König gekrönt worden ist. Und zwar muss man da jetzt das Ganze ein bisschen diffiziler sehen. Spanien ist als Weltmeister hingekommen und das in der zweiten Runde gegen Chile ausscheiden, das war eigentlich nicht möglich. Und trotzdem hat man das irgendwie geschafft, die Krönung genau an dem Tag anzusetzen, mit dem Endeffekt, dass während der Krönung die Stimmung im Land sowas von unter der Sau war, weil ganz einfach alle in den... Jetzt? Hat man mich nicht gehört? Entschuldigung, ich habe jetzt gerade gehört, dass mich nicht hört. Das ganz einfach, die Stimmung während der Krönung auf dem Nullpunkt war, weil eben die Fußballnationalmannschaft ausgeschieden ist. Jetzt muss man sich wissen, ja, wer hat ein Interesse gehabt, dass bei der Krönung des spanischen Königs die Stimmung am Punkt ist. Wenn Sie jetzt ein bisschen in der Geschichte noch herumforschen, der spanische König, der Juan Carlos, ist auf dem Franco eingesetzt worden und damals war die Regelung, dass man den Juan Carlos gesagt hat, also ein König und dann wird wieder Demokratie sein und zwar bis auf Lebenszeiten. Die Sache war jetzt die, dass es den Juan Carlos gelungen ist, die Monarchie zu retten, die Krone an seinen Sohn abzugeben und so vorerst noch einmal die Demokratie verhindert hat. Und weil es ganz einfach viele Gegner in dieser Sache gibt, hat man eben versucht, mit diesem Fußballspiel die negative Stimmung zu schaffen. Die dritte Sache war, ich weiß nicht, ob Ihnen das aufgefallen ist, da war dieses Spiel Bosnien gegen Argentinien. Es war von vornherein klar, dass Bosnien Gruppenerster werden will, sonst kommt das Traumfinale Spanien-Argentinien nicht zusammen. Und was ist passiert? Der bosnische Verteidiger schießt in der zweiten Minute ein Eigentor. Wobei, ich unterstelle mir jetzt einmal Todesangst, wenn er das da nicht geschossen hätte, hätte wahrscheinlich Bosnien das Spiel gewinnen können und das Traumfinale mit Argentinien im Finale wäre nicht zustande gekommen. Dann war noch eine ganz lustige Sache, da hat gespielt Bosnien gegen Nigeria und Bosnien hat ein Tor geschossen, das aberkannt worden ist, dann hat man das auf Video gesehen, mehrfach, das Videoband hat bewiesen, dass das Tor korrekt war und trotzdem ist das Tor nicht anerkannt worden. Jetzt muss man dazu sagen, es gibt Sportarten wie zum Beispiel Eishockey, da wäre bei diesem Fall das Tor anerkannt worden, weil ja der Videobeweis in der Regel drinnen steht und im Fußball war das nicht so. Und was noch komisch war, dass genau an dem Tag, das war Spiel Bosnien gegen Nigeria, dass am gleichen Tag die nigerianische Armee
eine Offensive gegen Moslems im Norden gestartet hat und das ganz einfach in der Euphorie des Sieges über Bosnien, weil Bosnien ein muslimisches Land ist. Weil Bosnien ein muslimisches Land ist, die Christen dazu gekommen sind. So, und jetzt noch zum Abschluss kurz was über die Ukraine. Da ist ja in der Zeitung gestanden, die einen haben behauptet, in der Ukraine hat es 1000 Tote gegeben, die anderen haben es dementiert. Ich glaube, es war so, wie es in den russischen Medien steht, es waren zwar Tote, aber es waren nicht 1000. In diesem Sinne möchte ich mich für heute verabschieden. Thank you.